Ihr habt es richtig gehört, wir werden heute die Sesamstraße um 3 Uhr nachts gucken. Ihr erinnert euch noch vielleicht, wir haben damals den Freitag, den 13. um 3 Uhr nachts geguckt, da kam Jason. Du weißt, was passiert ist, es war so heftig und wir wollen wieder rausfinden, ob das gleiche passiert, wenn wir die Sesamstraße gucken. Sehr An sich dürfte nichts passieren, weil die Sesamstraße ist ja eigentlich eine Kinderserie. Ist ja kein Horrorfilm oder sowas. Stimmt, ist ja was Freundliches. Aber natürlich die Uhrzeit, ihr wisst, um 3 Uhr nachts passieren immer die schlimmsten Dinge, die Teufelsstunde. Ja, hör auf. Schlimm. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an, oder? Ja, halt, stopp! Wir haben doch unseren Merch! Und der ist so gut wie ausverkauft! Stimmt. Leute, unser limitiertes Lucky in der Schneekugel und noch zwei andere Designs. Schau, was für ein Tag gehört hier. Sind nur noch die Restposten knapp. Wir haben nur noch 10, 15 Stück. Beeilt euch. Und das Allerbeste ist, wir haben komplett neue Autogrammkarten. Auf der einen Seite Cayman und Flex die Hand unterschrieben. Und auf der anderen Seite... Was wir? Zu jeder Bestellung jetzt erhältlich. Findet unseren Merch-Shop. Bing! Hier oben rechts. Die Designs sind so gut wie weg. Was brauchen wir aber, bevor wir den Filmabend machen um 3 Uhr nachts? Knabberzeugs, Fernseher, Fernbedienung und eine Decke vielleicht. Let's go! Dann schauen wir mal, was wir so da haben, oder? Let's go! Oh, noch was von Weihnachten ist übrig. Muffins, Weihnachtsmänner, würde ich sagen, packen wir die mal alle hier rein, oder? Muffins. Zuckerwaffeln vom Lidl, wer kennt sie? Das sind die geilsten. Lasst mal einen fetten Daumen da und abonniert unseren Kanal kostenlos. Ja. Dann nehmen wir noch ein paar hier, genau. Ein paar Erdnüsse, ich glaube, das reicht, oder? Was haben wir noch im Kühlschrank? Klecks in die Cola, oder? Dass wir wach bleiben zur Sesamstraße. Perfekt. Ey, geil, Leute, guck mal, das haben wir. Ist gut, es sieht lecker aus. Reicht, oder? Wenn ihr mal schreiben wollt, was ihr so essen würdet, dann schreibt es mal in die Kommentare. Was knabbert ihr bei Filmen und Serien? Popcorn wäre geil, haben wir jetzt aber leider nicht, aber das reicht. Hauptsache, was zu schreibt es einfach mal in die Kommentare. Geh, Lucky, das schmeckt. Let's go. So, Flex, dann fangen wir direkt mal an mit der Sesamstraße. Das Licht ausmachen für den Flair. Du hast recht. Sonst ist es nicht gruselig, aber ich bezweifle eh, dass die Sesamstraße gruselig ist. Eben. Aber trotzdem. So, jetzt bin ich gespannt.